Wenn es ums Kabelkrimpen geht, gibt es ja nicht nur die verschiedenen Cut-Standards, es gibt darüber hinaus auch noch verschiedene Steckervarianten und verschiedene Krimpzangen von verschiedenen Herstellern. Hier den Durchblick zu behalten ist gar nicht so einfach. Am schönsten wäre es natürlich, wenn wir ein System hätten, das mit vielen Steckern kompatibel ist, so dass ich auch auf günstige Alternativen zurückgreifen kann. Und hier kann ich euch schon mal einen guten Tipp geben, diese Möglichkeit gibt es. Welche das ist, wie immer, nach dem Intro. Was wir jetzt hier im Video sehen, sind zwei Krimpzangen von VC E-Link. Und gleich vorneweg, warum es die eine gibt, kann ich euch gar nicht so genau sagen, denn dafür gibt es eigentlich keinen wirklich guten Grund. Wir schauen uns das jetzt mal in diesem Video an. Im letzten Video habe ich gezeigt, wie man Cat6 Kabel krimpt. Obwohl Cat6 ja auch nicht die hundertprozentig richtige Bezeichnung ist, man kann auf jeden Fall mit dieser Methode Kabel mit einer Schirmung krimpen. Noch wichtiger ist aber für mich als Anfänger, dass hier die Pass-Through-Methode unterstützt wird. Das erspart einem viel Zeit beim Krimpen und ist auch ein bisschen idiotensicherer, so dass ich nicht so viele Stecker kaputt mache. Um diese ganze Krimp-Diskussion zu verstehen, müssen wir erstmal über die verschiedenen Steckerarten reden. Was diese drei Stecker hier gemeinsam haben, ist, dass das alles Pass-Through-Stecker sind und die mit Pass-Through-Krimpzangen theoretisch gekrimpt werden können. Man sieht aber schon beim reinen Hinschauen, dass es da ein paar Unterschiede gibt. Fangen wir mal von links an. Da sehe ich einen Stecker, der hat gar keine Schirmung, also gar kein Metallgehäuse. Das heißt, den kann ich nicht für ein geschirmtes Kabel verwenden. Kann ich natürlich schon, würde dann aber die Schirmung ungenutzt lassen und das wollen wir natürlich nicht. Dann gibt es noch einen Cat6 Stecker, so nenne ich den einfach mal, auch wenn das jetzt nicht ganz hundertprozentig stimmt. Der hat immerhin schon mal eine Schirmung und auch der Stecker daneben, der hat auch eine Schirmung und hat noch eine andere Zugentlastung. Interessanter ist aber mal, wenn wir uns die Stecker von vorne anschauen. Dann sehe ich, dass der Cat7 Stecker, das ist kein echter Cat7 Stecker, das ist richtig verwirrend, da werde ich gleich noch was dazu sagen, aber der Stecker, den wir für das Cat7-Kabel benutzen, da können wir eben sehen, dass der Durchlass für die 8 Adernpaare deutlich größer ist als bei den anderen beiden Steckern. Was meine ich jetzt, das ist kein Cat7 Stecker, der unterscheidet sich doch aber von dem Cat6 Stecker? Ja, das stimmt, das ist ein Stecker für ein Cat7 Kabel, allerdings kein echter Cat7 Stecker. Ich lese mal was von der Seite serverschrank24.de vor und verlinke euch das natürlich in der Videobeschreibung. Cat7 Kabel sind mit Cat6a Netzwerksteckern ausgestattet. Der Grund dafür, dass Cat7 Kabel nicht mit Cat7 Steckern ausgestattet sind, ist, dass es diese Stecker noch nicht in der RJ45 Stecker gibt. Da Cat6a Kabel dieselbe Übertragungsrate wie Cat7 Kabel haben, ist ein Cat6a Netzwerkstecker mit einem Cat7 Kabel kompatibel. Das heißt, wir können hier getrost unseren RJ45 Stecker benutzen, mit der Ausnahme, dass die einzelnen Adern einfach dicker sind und dementsprechend auch mehr Platz für die Adern am Stecker gebraucht wird. Und das erklärt eben auch den Unterschied. Zugegeben, ich habe jetzt etwas ausgeholt. Eigentlich wollte ich ja sagen, welche Krimpzange ihr braucht. Und genau deshalb habe ich auch ausgeholt, denn am liebsten möchte ich eine Krimpzange haben, die alle Steckerarten krimpen kann. Ich möchte die billigen Stecker mit Cat5 krimpen können, die vielleicht ohne Schirmung auskommen. Ich möchte aber auch meine Stecker krimpen können, die eine Schirmung haben und vielleicht will ich auch mal ein Verlegekabel mit Cat7 krimpen können. Und jetzt gibt es von VC E-Link ja diese beiden Zangen und ich weiß nicht so recht, warum es die eine gibt. Die hat zwar diese Schneidefunktion und Strip-Funktion, beide sind eh nicht optimal, da braucht man eh noch separate Werkzeuge dafür. Das ist nice to have, aber kein Must-Have-Feature. Dafür hat die andere Zange die Möglichkeit, sowohl Cat7 Stecker zu krimpen, Cat5 Stecker zu krimpen und auch Cat6 Stecker zu krimpen. Mit und ohne Schirmung, mit und mit den unterschiedlichsten Steckertypen. Und ich kann sogar diese Zugentlastung, die als Metallklammer um das Kabel gelegt wird, die kann ich damit auch anpressen.
Wie wird das Ganze bewerkstelligt? Naja, an der Zange selbst finde ich eine Schraube, die ich lösen kann. Bei der steht einmal Cut 5 und einmal Cut 7. Ja, auch das ist wieder nicht die reine Lehre, aber damit will mir die Zange sagen, wenn du hier die Schraube löst, dann kannst du verschiedene Zugentlastungen krimpen. Und als ob das noch nicht cool genug wäre, von VCE-Link gibt es noch eine Steckerkombo, die es ermöglicht, den Clipschutz direkt mitzukrimpen. Und ich hatte vermutet, dass das vielleicht das Alleinstellungsmerkmal der anderen Zange ist, aber nein, ist es nicht, das ging auch mit dieser Zange. Das heißt, ich kann euch heute einen Spartipp geben. Ihr könnt ganz einfach diese Zange, die für Cut7 gedacht ist, kaufen und damit auch alles andere krimpen. Alles, was ihr an Zusatzwerkzeug dazu dann noch braucht, ist tatsächlich einen vernünftigen Abisolierer und eine Drahtzange. Mehr braucht man dazu nicht mehr und auch die kleinen Nettigkeiten an der anderen Zange wie Strip und Cut werden diese nicht in Gänze ersetzen, sodass man die ohnehin noch braucht. Ja, und deshalb meine Empfehlung ganz klar auf diese Zange geht. Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung, mein Amazon Affiliate Link. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich besonders, wenn ihr den auch benutzen würdet. An der Stelle kann ich mich nur noch fürs Zuschauen bedanken und würde mich auch über euer Feedback freuen, gerade wenn ein Profi das Video sieht, vielleicht ein Elektriker, der das richtig gelernt hat, vielleicht hat der noch ein Feedback mehr und kann mich auch ein bisschen korrigieren, falls ich hier noch was falsch gemacht habe.